Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gleich geht es hier los mit einer Runde Fallout live auf Rocket Beans TV. Ihr könnt immer noch wählen. Es sind jetzt die letzten Momente der Wahlkabinen. Dann schließen sie. Wollt ihr Fallout New Vegas aufgemoddet sehen oder wollt ihr Fallout New California sehen? Noch könnt ihr wählen. Der Vote ist schon seit einer halben Stunde oder so offen. Wählt, wählt, wählt. Jetzt gleich lösen wir auf, was es werden wird. Rocket Beans. So, da sind wir. Krogi hat es eben schon in seiner vorherigen Sendung angekündigt, beziehungsweise den Vote geöffnet. Ich habe in der letzten Sendung gesagt, ihr dürft euch aussuchen, womit wir weiterspielen. Wir haben beides mal so angetestet. Ihr könnt jetzt im Chat noch so ein bisschen eure Meinung abgeben und vielleicht die entscheidende Stimme auch. Dann werde ich das in 10 Sekunden auflösen. 10, 9, 8. 7, was ist spannend, 6, 5, 4, 3, 2, 1, badam, okay. Und das ist der Vote. 61,9% von euch wollen Fallout California sehen und 37,6. Oh, guck mal, jetzt ändert sich das noch ein bisschen, weil jetzt werden noch ein paar Leute hier aktiviert. Die wollen lieber Fallout New Vegas sehen. Aber die Tendenzen sind auch eh recht eindeutig, ne? Also da geht ja fast gern 2/3 Mehrheit von euch, die Fallout New Vegas sehen wollen. Selbst wenn ich das jetzt noch länger laufen ließe, das wäre schwer, das glaube ich noch umzustoßen. Wenn ihr was wissen wollt zu dieser Mod, guckt euch gerne die letzte Folge an. Da war der Michael da, unser Mod-Specialist. Und der hat da super erklärt, auf welcher Seite man die Mods findet, was man braucht, um die Mods zu installieren. Und da könnt ihr euch auch durchlesen, wer diese Mod gebaut hat, was das für Jungs sind und Mädchen, die das hier quasi frei von jedem offiziellen Support auf die Beine gestellt haben. Das ist halt echt ein freies Entwicklerteam. Ist nicht offiziell von Bethesda. Und ja, schaut euch das gerne mal an, wer die Leute sind, die das gemacht haben. Weil wer sowas Geiles baut for free, der kriegt natürlich auch ein bisschen Credit auf dieser Webseite, nicht jetzt von mir. So, und falls ihr euch erinnert, das letzte Mal, als ich das hier schon angespielt hatte, ne, ich hoffe, ihr habt es vielleicht gesehen und falls nicht, ihr habt jetzt nicht so viel verpasst. Ich habe das hier schon mal geladen, weil ich dachte, dass es dran kommt. Das sah so ein bisschen danach aus. Und ich habe natürlich jetzt wieder, ihr wisst es, ich bin ohne Orientierungssinn geboren. Das müsst ihr immer als Disclaimer im Hinterkopf haben, wenn ihr irgendwas schaut mit mir. Deswegen bin ich auch durchgehend entschuldigt. Also, jetzt muss ich hier quasi an diesen Terminals hier rumwieseln. Und guck mal, hier, das sind meine Ziele. Und das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Ich hasse das so sehr. Das ist das, was mich an Fallout total nervt. Dass es keine Ebenen in der Karte gibt, ne? Und wenn du dann in mehrstöckigen Gebäuden bist, du kannst ganz schwer erkennen, ey, wo befindet sich dieses Missionsziel? So auch hier, ja, es ist jetzt nichts, was dieser Mod anzulasten ist, sondern man versucht dann immer so, okay, pass auf, hier ist irgendeine, da ist ja irgendwie eine, so, also rechts neben mir, so, guck mal, und jetzt stehe ich eigentlich schon, wenn ich so bin, so, jetzt, ne, bin ich eigentlich exakt davor, so, und jetzt bin ich genau da drin, und hier ist halt nichts, ne, so. Das ist natürlich ein bisschen nervig, warte mal, kann ich das jetzt hier machen, ne? Die Dinge habe ich eben schon angemacht. Das war das Missionsziel, was ich das letzte Mal, glaube ich, gar nicht gefunden hatte. Das habe ich eben sofort gefunden. So ist das manchmal. On Air ist es ein bisschen schwieriger. Aber hier die Sachen, da geht es immer noch nicht. Die sind immer noch inactive. Piep. Und ich denke, ich muss dann noch mal eine Etage hoch oder runter. Ich bin immer noch crippled. Ich habe kein Stimpack oder so. Glaube ich. Die Maus ist hier übrigens. Das müsst ihr auch entschuldigen. Nee. Ich kann hier leider kein Stimpack essen. Ihr erinnert euch, ich hatte ja so einen Unfall. Beziehungsweise Unfall, das so einen Unfall, wie ihn Nancy Kerrigan damals hatte, als Tonya Harding ihr mit der Eisenstange gegens Knie geknüppelt hat, damit sie bei den Olympischen Spielen nicht mitmachen kann. So einen Unfall hatte ich, da irgend so ein Rowdy-Kerl, der mich angegriffen hat. Und so sehe ich übrigens aus. Piep. Genau. So, jetzt gucke ich mal. Das kann ja nur entweder oben oder unten sein. Mal einmal unten. Aber hier scheint mir das. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Oh nein. Hänge hier im Barstuhl fest. Okay. So. Rechts und geradeaus.
Was ist hier an der Lampe oder locked average? Oh, wie geil, ich kann den. Ah, oh, schade, ich habe Science noch nicht 50. Sonst hätte ich mich da reingehackt. So, hinter mir. Das ist doof. Ich hasse das so sehr. So. Guck mal. Da geradeaus. Die Jukebox. Vielleicht ist es die Jukebox. Ne, hier. Guck mal. Das ist dieser Terminal hier. Geht nicht. Kann es nicht sein. Hier ist ja auch die Kantine, ne? Es wäre ja auch irgendwie affig, wenn ich hier jetzt rumwurschteln müsste in irgendwelchen komischen Terminals. Also es ist, vielleicht ist es einfach eine Etage weiter oben. So, pass auf. Hier hinten geht's hoch. Ich hoffe, es ist da. Es ist echt nervig. Düpp, die düpp. Ja. Was? So, hier oben ist ja auch quasi dieser Energie-Kern. Was haben wir denn hier? Switch, activate Switch. Ja. Das ist an. Das ist der Main-Bus. So, und hier. Guck mal, da. Da müssen wir hin. Links und geradeaus. Das sehe ich auch hier wieder. Ist wahrscheinlich dann hier an diesem Stängel hier irgendwie dran, genau. Aber hier gibt's auch nix. Was ich hier checken könnte, das. Na, das ist echt ein bisschen doof. Ne. Da hinten auch nicht. Das vielleicht höchstens. Hello. Hello. Wer spricht da eigentlich mit mir? Ich sehe niemanden. Wer hat denn da mit mir geredet? Habt ihr das auch gehört oder habe ich mir das in meinem Kopf gerade eingebildet? Naja, also hier ist irgendwie nichts. Oder ich bin zu doof. Nehmen wir mal die Rückseite von dem Gerät. Naja. Okay, dann muss es doch irgendwie in der mittleren Ebene sein, aber das ist mega nervig. Was ist das? Lampen. Habe ich aus den 1 ausgemacht? Nee. Hello. Nee, sind alle an. Wer sagt dann immer Hello? Ist das der Computer? Redet der Computer mit mir? Das ist ja wahnsinnig. Ich höre Stimmen. Also es muss hier irgendwo. Hi. Yeah, kid. What is it? Haven't found yourself in trouble again, have you? Das ist irgendwie. Der Typ ist übrigens eigentlich ITler, aber er ist halt auch Arzt, weil in der Apokalypse gibt's halt wenig Ärzte und deswegen macht er einfach beides. Was ist. Na, well. Probably should have thought about that at the beginning. It's no problem, kid. You don't have to grow up overnight. Mm-hmm. If you look around, I'm sure there are some science textbooks and magazines laying around. Das ist deine. Kann ich mal das fragen? Yep. Now that you mention it, I'll let you head up to the main elevator and check out the robotics lab upstairs. Just drop my name in the guard and he'll let you in. It's dark up there. We keep the upstairs reactors offline to save power. So just follow the signs to the main entrance. You'll find the robotics lab at the end of the hall. Last door on your right before you reach the vault exit. Okay. Vault 18 Elevator Key Edit. Siehst du? So macht man das. Dumme Map. Einfach eine andere Quest. Tschüss. Later. Later. Okay, dann machen wir jetzt das stattdessen. Auch nicht schlecht. So, das ist wahrscheinlich dann hier irgendwo, ne? Ja, mal kurz gucken. Ab. Ein Gymnasium. Oder ist das jetzt? Ja, mal gucken wir mal nach Quest. Fix the old computer. Nein. Check the status of the tier 2. Check the status of the tier 1 network. Repair all 4 network tiers. Zack, check out the robotics lab. Das können wir jetzt mal machen. Local Map. Alles klar, das ist dahin. Das mache ich jetzt erstmal zuerst. So. Okay, das heißt, ich bin hier, glaube ich, schon richtig. Ich hüpfe mal hier runter. Wird schon nicht wehtun. Au! So. Und dann müsste hier irgendwo ein Elevator sein. Wie vielleicht? Elevator? Main Entrance? Nee. So. Da, Maintenance. So, ist das hier der Elevator? Oder wie sieht das hier aus?
Ja. Guck mal, das ist doch jetzt ein bisschen einfacher. Ich bin happy. So, jetzt fahr mich bitte in mein Missionsziel. Naja, fährt nach oben. Gut, dass hier so ein Loch im Fahrstuhl ist, sonst würde man sich gar nicht räumlich orientieren können. Fahre ich jetzt nach oben oder nach unten? Alter, wie lang fahren wir denn? Wir sind ja richtig tief unter der Erde. Bis in den Himmel. Oh. Ding dong. So, Tür geht auf. Alles klar. Hallo, ich bin's. Ich bin's. Wie weit ist das denn eigentlich weg? Ich bin hier, um mal im Robotics Lab nach dem Rechten zu sehen. Ich hoffe, das ist okay. Das ist ein weiter Weg. Das hier ist offenbar der Reaktor. Das scheint mir sehr instabil zu sein hier alles. So, muss ich denn wirklich, muss ich jetzt hier komplett raus? Das ist ja mega, wie weit ist denn das weg? Okay, auf der World Map ist es noch überhaupt nicht zu sehen. Naja, aber ich bin richtig. Na, gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Zum Glück sind die Ladezeiten ja nicht so lang. Es ist ja schließlich nicht Fallout 76 da. Robotik. So. Hallo, ich bin's. Da stehen sie alle rum. Okay. Da sind zwei. Geradeaus ist einer. Aber hier hinten links sind auch irgendwie direkt ist auch irgendwas los. Damage, Robot Dog. This robot is caked with dried dirt and can't function until its internal components are repaired or replaced. Scheiße, habe ich Repair 30? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht, habe ich? Cool. Offensichtlich bin ich mega gut im Reparieren. Domo arigato. So. Power up Robodog. Machen wir das doch. Hacke ich mich jetzt hier mal rein. Hack, hack. Some terminals are protected. Ja, ja, ja. You can hack the terminal. Das ist ja, glaube ich, wie immer, oder? Ist eigentlich irgendein Trick. Ich habe das immer so ohne Trick gemacht. Bestimmt irgendein Trick. Mein Trick ist immer, ich klicke einmal drauf. Und das ist mega langwierig. Ich hasse das eigentlich ein bisschen. Und jetzt muss man immer gucken. Also das erste Wort setzt sozusagen die Benchmark. So, da ist jetzt ein Buchstabe von 6 ist korrekt. So, und jetzt beginnt die nervige Arbeit. So habe ich es immer gemacht. Vielleicht gibt es irgendein cleveres System, was ich einfach nie benutzt habe. Jetzt gucke ich Buchstabe für Buchstabe. M und S stimmt nicht. A und P stimmt nicht. R und R stimmt. K und A stimmt nicht. E und W stimmt nicht. T und L stimmt nicht. Das heißt, es ist 1 von 6 korrekt. Das heißt, das könnte das Wort sein. So. Und es war das Wort. Und das kann aber auch sein, dass man das mit allen machen muss. Und gerade bei längeren Wörtern ist es extrem nervig. So. Hello, future robot dog handler. I am Dr. Kyoto, a scientist and wasteland scout in Vault 18. If you are reading this, then the fever I contracted in the wasteland proved fatal. And my canine friend... B6 Arca, also irgendein Hund, Kanine, ne, also Hundefreund. Still lies in pieces in the Robotics Lab. Ja, das ist natürlich der Typ. Bla bla bla, routine mission studying the native peoples of this region. When a strange man approached us, he shook my hand and on his glove was a green ooze. I retracted immediately. He just chuckled and left not long after we were attacked on the way back to the vault while I grew ill. B6 RK dragged me to safety, but destroyed herself further in the process. Och, das ist eine traurige Geschichte. I built, übrigens, das heißt ja eigentlich Bark, ne? B6 RK ist ja Liedschrift für Bark. I built Bark because there were no animals in the vault. I wanted a friend to make the children happy. As they grew up, I wanted them to have a protector. And by salvaging old parts, traded for in Union City, I created her. If you have the knowledge, please repair her. Enabling these three commands after she is repaired should restart her operating system. This strange virus may kill me, but my work will live on through her. Och ja. Das sind immer diese traurigen Geschichten.
Dr. Miyake Kyoto ist sehr tot. Gut, Startup initiated. Alles klar. Okay, Hundi. Wie sieht's aus? Hundi-Mann. Na? Was ist das jetzt? Muss ich noch irgendwas drücken? Habe ich das vergessen? Command Startup. Run Startup. Ja? Ah, set follow me. Aha, aha, aha. Gut. Ja. Okay. Das hätte ich davon nochmal drücken müssen. Da, jetzt erwacht er zum Leben. Hallo! Updating files. Please return later. What? Okay. An wen erinnere mich? An irgendeinen Comicfilm? Erinnert mich dieses Gesicht. Oh, wer war das denn nochmal? Das erinnert mich an irgendjemanden. Okay, also das ist wohl der erste. Ja, schöne Geschichte mit diesem Roboterhund. Man kann das lesen, man muss es nicht. Das, ich spiele das am liebsten immer so, dass ich mir die Geschichten auch durchlese, weil das die Welt einem erst öffnet. Das kann manchmal natürlich ein bisschen länger dauern, aber ich habe mir halt vorgenommen, Locked Heart. Kann ich das? Nee, ne? Ne, 75. Dass ich diese Dinge irgendwie auch lese, um die Welt so kennenzulernen. Das ist so ein bisschen ein Disclaimer, den ich jetzt hier auch voranstellen möchte, vielleicht auch in der letzten Folge schon mal gesagt hatte. Ich nehme mir die Zeit, diese Welt zu atmen. Das ist vielleicht nicht für alle von euch der unterhaltsamste Weg, das zu spielen. Aber ich mache das einfach so, weil ich spiele das jetzt, wie ich Bock habe. Und ich hoffe, ihr bleibt mit mir. So. Dr. Kevin Rossman, about a week ago we came across an old combat droid left in a bin in the wasteland near Union City. None of us recognize the make or model, but it looks a lot like the one that attacked us near Fort Decker Point last summer. The survivalists had decided it was just scrap and left it in the sun behind their shit shack. We traded a few gallons of water and a whole stack of bottle caps for it, along with our other supplies. The trader said they'd never seen it active, just got the mess of it from Boss Markson's men. Over the next week, traveling back to the vault, I had time to start logging the parts. I've assembled them here for future effort. Aha, das ist also diese Geschichte dieses Roboters. Huch, das ging zu schnell. Well, future effort has amounted to me spending several butt-numbing months trying to mess with this thing in the dark. With the upper reactors on standby, there's only emergency lightning to work with. Then this heavy bastard is full of non-standard parts and ports from God knows where. No wonder they scrapped it. Alles klar, hat richtig Ärger mit ihm. Well, that's it. My official and professional opinion is now, it's a bucket, then fuck it. I leave it here for parts and student research. I think Sean Starr said he has a useful application for its hard drive. Alles klar, die Schnauze voll. Und jetzt übernimmt hier was? Übernimmt der Dr. Evans? Well, it's been several years since this thing showed up in the lab, and the other day a student mentioned that they had seen the eye plate grow red momentarily. Aha, okay, then fade out. Alles klar, das Ding erwacht zum Leben. I decided to give a look inside, and there seemed to be a set of semi-organic fibers connecting various plutonium cores no larger than a centimeter in diameter. They looked like little silver watch batteries inside the armor. Nowhere. In Rossman's notes, is there anything about this? They seem to be growing in a lifelike manner, like crystals sprouting on a cave wall, but with purpose. I've never seen anything like it. Alles klar, das Ding erwacht zum Leben. Was passiert hier? After several weeks of monitoring the half-life of these little plutonium cores, I've concluded that the Alpha droid was once powered by something much larger than what we have here, and the microcores are simply for satellite power. Maybe after several years and some ingenuity far beyond my own, Alpha will develop to a point he can restart his main chassis. In the meantime, I've rebuilt most of his system and slaved the ones I understand to the main computer. A lot of his body seems to be made up of an amalgam of more primitive droids, like this old army sentry bot. But there are other pieces of what looks like advanced power armor. Oh, it will remain here for further study by Sean Starr. Alles klar. Guckt euch das mal an. So. Weiter geht's. Ist das alles? Mehr gibt's nicht.
möchte den bitte activaten. Aber das geht jetzt hier nicht. Da brauche ich nämlich hier richtig 75. Habe ich natürlich nicht. Aber der sieht schon krass aus, oder? Guck dir den mal an. Krasser Typ. Okay, aber da muss ich mich irgendwie reinhacken, nehme ich an. Was habe ich hier denn noch? Den Typ und... Ja, mehr kann ich gerade hier nicht machen. Ich kann den leider nicht online bringen. Dann muss ich irgendwie überbrücken. Naja. Aber schön. Dann muss ich jetzt vermutlich komplett zurück und nochmal versuchen, ob ich das andere da geschissen bekomme. Dann werde ich mal hier meine Quests umschalten. Oh, die Maus hier ist ganz fürchterlich. Ich weiß nicht. Ist das immer so? Get a good night's sleep while, okay, while Bark updates. Okay, das kann ich machen. Oder ich kann hier nochmal gucken, ob ich es irgendwie... Repair all for network tiers. Check the status of the tier 1 network. Check the status of the tier 2 network. Ich probier's einfach nochmal. Und ich muss ja eh pennen, um zu warten, bis der Bark abgegradet ist hier, bis der wieder läuft. Das nutzen wir mal aus. Proceed to your quarters. Ah, alles klar. So. Da geht's zum Reactor. Oh, jetzt muss ich wieder mit dem Fahrstuhl fahren, eine halbe Stunde, kann das sein? Darf ich nicht rein? Ach, Stairwell ist inaccessible. Also fahren wir wieder eine halbe Stunde mit dem Fahrstuhl. Zu blöd, dass das offensichtlich alles realistisch ist. Könnte es ja auch einfach sein, es ist ein Turbolift, ist mega schnell. Da sieht man es auch offen. Übrigens, ich habe mal gelesen, wenn so ein Fahrstuhl runterrast, ne, also haben wir alle Angst vor, Seile reißen, irgendwas, das Ding fährt rasend schnell runter. Die beste Überlebenschance hat man tatsächlich, wenn man sich auf den Boden legt. Und damit erhöht man die Überlebenschance wahrscheinlich von 0% auf 0,00000001. Also nicht, man gibt ja immer diese Urban Myth, dass man hochspringt, ja, und damit sozusagen man fällt mit 1000 km/h und wenn man dann mit 2 km/h hochspringt, fällt man nur noch mit 998 km/h und das macht dann den Unterschied. Das ist natürlich Quatsch. Auf den Boden legen. Aber das ist so wie, wenn dir einer erzählt, was man machen muss, wenn man einen Bären sieht. Oder das ist genauso dumm. Ah, oh, da ist ein Bär. Alles klar, stell dich tot. Naja, okay, Common Room, ich nehme an, da werde ich dann nachher schlafen. Security Clinic, Overseer Security. So, ich werde das jetzt mal irgendwie probieren mit diesen formalidaten Switches, ob ich da jetzt nochmal irgendwas sehe und wenn nicht, ist mir das zu blöd, dann gehe ich schlafen. Dann suche ich mir mein Bett, weil das ist echt irgendwie mega lame. Was ist das? Hier ist irgendwas Rotes. Kann ich darauf rumdrücken? Nee. Also es muss ja hier irgendwo sein, aber es ist leider echt so diese Map ist leider, und es liegt glaube ich nicht an der Mod, muss ich sagen, es liegt, denke ich, einfach an der Mechanik. Terminal inactive, ja, ich weiß, also mit diesen Dingern muss ich wahrscheinlich überhaupt nichts machen. Ich bin natürlich jetzt auch nicht genau auf dem Pfeil, aber bevor ich jetzt mir diese Aufgabe komplett abschminke, muss ich ehrlich eingestehen, dass ich es nicht checke. Ich wünschte, ich könnte hier irgendwas sehen. Aber die Terminals sehen alle gleich aus. Ans dumme Pong-Terminal darf ich nicht. Was ist das da? Hot Coffee? Activate, was ist das? Was ist denn das für ein Ding da? Das ist natürlich nicht... Das ist Hot Coffee, aber das ist doch nicht Hot Coffee. Das ist irgend so ein geiles Dingsbums. So, Pong darf ich nicht spielen. Die Dinger habe ich angemacht. Was ist denn hier? Da kann ich nicht ran. Da! Was ist das? Ah! Oh, ist das mega versteckt. Displaying system status. Please restore all severed cables as outlined by Vault Tech Overseer Order 001 of the Day 1 Instruction Package. Das hatten wir, glaube ich, schon. Tier Networks offline. Warte mal, habe ich Science 25? You've navigated the menus to my satisfaction.
Some local terminals are unlocked. Gut. Aha. Guck mal. Nice. Dann 30. You have done well, young Bald Fella. Maybe next time you will give me a turn reorganizing your internal organs. Oh, look at that. You unlocked a few more data stores. Please avail yourself of this bounty of bitchy diaries and 200-year-old grocery lists. Mmh, okay, so. Nice. Was ist hiermit Please los? Refer to the maintenance menu and perform the specified tasks in the order listed. Na gut. Main menu. Gut. Maintenance menu. Dann natürlich die Server. Na, ist das ein Gnagel? Ach so, ja. Natürlich. Ja, Entschuldigung. Die ist ja auch so ein bisschen schnippisch. Outside the cement vault, shell in the cavern, is a port leading from the vault 18 computer lab to the cable network above. These cables are severed. You should gain access to the cistern via the hatch located in the hall by the hydroponics lab to repair these cables. By the hydroponics lab, okay. This material is off limits to all residents. Authorized access is denied. Gut. Sehr schön. Guck mal. Dann sind wir doch ein bisschen weitergekommen jetzt. Immerhin. Oh Gott, ey, hier hinter ist das da. Das kleine Ding hier. Oder was? Da schon nicht mehr? Bis hier. Oh, okay, ich habe es zumindest irgendwie noch gefunden. Ich freue mich sehr. Ich bin freudig erregt. So. Okay. Habe ich die anderen alle ausgemacht? Ja. Okay, dann nur das. Dann auch hier wieder die Frage. Bob, 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 bob. Oh, was war das? Da flutschte mir auch irgendwas durch. Bist du das? Muss ich mit dir reden? Kevin? Yeah, kid. What is it? Nee. Haven't found yourself in trouble again. Nein. Have you? Nein, nein. Nee. Later. Okay. Also. So. Aber das ist irgendwie der. Naja. Hydroponics, hat er gesagt, oder? Natürlich nur wissen, wo ist Hydroponics? Mal gucken, muss der denn hier irgendwo sein? Da vielleicht? Das da hinten? Was ist das? Lower Cistern, ja. Ich glaube, das ist es. Ich springe erneut mit meinem verkrüppelten Bein. Ah, bumm. Oh, ich bin wieder auf meinem verkrüppelten Bein gelandet. Nein. Guck mal, das ist hier schon mal Hydroponics. Ist das diese Tür? Nee. Doch, warte. Da muss ich rein, aber da komme ich doch hoch wahrscheinlich, ne? Aber dann würde er mir das auch anzeigen. Oder muss ich bei Utilities rein? Ich geh jetzt mal hier rein. Wir werden es sehen. Inaccessible, achso. Hahaha. Hängt auch so ein Plan rum. Dann wird die wahrscheinlich auch nicht aufgehen. Ah, siehst du wohl. Dann muss ich durch diese Tür. Und dann. Hier? Ist es das? Ja, ne? Ja. So, das mache ich jetzt auf. Und was sich dahinter verbirgt, meine Damen und Herren, das werdet ihr in Kürze erfahren, nachdem ich euch mit etwas Werbung besame. Sam, 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 Sam. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Fallout New California. Ihr wart alle gespannt drauf, was verbirgt sich hinter dieser Vault-Tür. Sie geht natürlich eigentlich in die Zisterne. Wir werden das hier mal überprüfen. Tada! Guck mal. Mal ein bisschen Licht machen. Oh, gleich viel besser. Ein bisschen Licht. Über mein Pip-Boy. Ah, nein! Eine Kakerlake. Habe ich denn überhaupt irgendwas zum Ballern? Wieso kommt denn hier auf einmal eine Kakerlake angelagt? Ich hab nix. Ich hab noch meine bloßen Fäuste. Leute, so, jetzt muss ich mit meiner Hand gegen eine Kakerlake kämpfen. Hand gegen Kakerlake. Komm her, okay. Kakerlakenkampf. 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 Meine Damen und Herren, es ist die zweite Runde. Die Kakerlake liegt in den Seilen. Yes! Knockout. Kakerlaken-K.O. So, Kakerlaken-K.O. Das klingt auch ein bisschen wie ein Rap-Album. Mit vielen Diss-Tracks. Die habe ich wirklich komplett kaputt gemacht, die Sau. Alles klar. Die stellt sich mir nicht mehr in den Weg. Was ist das?
Locked Average. Sein Skill auf 50. Wahrscheinlich das noch mehr, ne? Sein Skill auf 50. Können wir mal checken, was ich denn überhaupt hier habe. Das sieht man nämlich hier bei Stats, bei Skills. Und da sieht man, Science 40. Ist nicht so weit weg. Ich brauche 10 mehr. Wenn ich jetzt so ein kleines Heftchen habe. Programs Digest. Science plus 10. Und aufgegessen. Und jetzt kann ich mich da hoffentlich mal reinhacken. So. Geil. So, wieder so ein Rätsel. Ja, jemand von euch, ich habe es gerade nochmal in der Werbung gesehen, ich kenne diesen Trick auch. Habe ihn tatsächlich für einen Moment vergessen. Aber es gibt hier so immer so Klammern. Hier zum Beispiel. Und die haben zwei verschiedene Funktionen. Entweder sie resetten die Anzahl der Versuche. Ihr seht, ich habe 4 Versuche noch übrig. Und wenn ich es in der Zeit nicht schaffe, dann lockt sich das Terminal halt aus. Oder es entfernt ein falsches Wort. Das Ding ist, dass die Suche nach den Klammern, ne, die dauert halt auch immer einen Moment, weil das müssen entweder zwei eckige Klammern sein oder zwei gebogene, so wie hier quasi. Und das Suchen, ne, ihr seht, in der Zeit hätte ich jetzt vielleicht das Ding schon gehackt. So, von daher ist das rein vom Zeitaufwand her, ja, es ist ein Glücksspiel, ob es irgendwie was bringt, ne? So. So, oh, okay, 3 von 8 und jetzt ist, die ist ein bisschen nervig. Und man weiß vor allen Dingen, oder ich weiß gar nicht, ob man das mit eckigen und runden Klammern sehen kann oder ob das völlig random ist, ob es die Versuche resettet oder ein Wort quasi löscht. So, und normalerweise so, jetzt, ich habe es gerade erklärt, muss ich bei S10, es ist echt ein bisschen nervig. INJ, ASC, da haben wir gar nichts, END und ECT, okay, da haben wir 1 und ED und ED sind 3, also es könnte tatsächlich auch dieses Wort sein. So, 2 von 8. Nein, ist es nicht. So, was haben wir hier? Underway. Jetzt muss ich eigentlich immer so beide abchecken. UNDRSC hat es nicht. ERW und END. Und AY, das kann es auch nicht sein. Defendant. DEF, ENT. Ja, wo bin ich denn hier? ASC. DEF, ASC. Nein, END, END sind schon mal 3. Das sind viel zu viele, kann es auch nicht sein. Ah, es ist tatsächlich auch zum Zuschauen sicherlich nicht so spannend. Enforced, was haben wir denn? ENF, ASC, kann es nicht sein. ORC, END, ED, ED sind 2 von 8. Das könnte schon mal sein. Und jetzt muss ich das da drüber auch nochmal überprüfen. Das sind ASC. Wo war ich gerade bei Inject? ENF und IN, ja, ist schon mal 1. Dann kommt ORC, ECT auch nicht. Und ED, ED sind 3. Okay, das kann es sein. Oh, was ist hier los? Jetzt habe ich nur noch einen Versuch. Und es ist per Ausschlussverfahren zu 100% immer feststellbar. Dat removed. Ich hoffe, ich kann irgendwie nochmal meine Dinger resetten. Wo sehen wir denn nochmal? Ich guck nochmal eben, ob ich nochmal einen finde, der mich hier resettet. Nee. Wenn ich nämlich jetzt neue Versuche kriege, dann kann ich einfach mal drücken. Dann muss ich nicht mehr überprüfen, dann kann ich jetzt erstmal 2 oder so nehmen. Aber ich sehe jetzt hier auf die Schnelle keine Klammern mehr. Es sind nicht so viele in diesem Wort. Hä, ja, das ist natürlich echt nervig. Okay. Gut, weiter geht's. So, ist ja meine Arbeit, nicht eure. Ihr müsst mir ja nur beim Arbeiten zugucken. Internal. Also, INT haben wir schon mal. ERN, ORC, EDL. Okay, das könnte es sein, wegen des ersten, wegen des Ns an zweiter Stelle. Dann Ascended, INT haben wir nicht. Dann ERN, ERN 1, EDL 2. Ja, es könnte es nicht, auch nicht sein, ne? Ist auch nur 1. Ist es richtig in Erinnerung, ist nur das E, ne? Und sonst nicht mehr. Also das kann es hoffentlich nicht sein. Dann Extende, das müssen wir auch nochmal machen. Okay, das E vorne ist schon mal, aber ED, das kann es auch nicht sein. Powerful, POW, ERF, 1, UL, das könnte es sein. Denn es hat das R richtig. Dann Ascendant, POW, ERF, UL, es hat 1. Also kann es das nicht mehr sein, denn es müsste 2 haben.
Boah, es ist ja wohl so langwierig immer, ne? Defeated, DEF, haben wir schon mal eins. Dann EAT, und ED sind zwei bei Enforced. Also kannst es auch nicht sein. Oh Gott, im Himmel. Boneyard, B-O-N haben wir keins. Dann E-Y-A haben wir keins. C-E-D haben wir A-R-D. A-R-D und C-E-D. Kann es auch nicht sein. Eieieiei. So, weiter geht's. Speeches. S-P-E. E-C. E-C-H. E-C-H. E-S. Ja, eins. Okay, kann es sein. Jetzt Ascendant. S-P-E, nein, dann E-N-D, ja, 1, E-N-D, E-S, E-D, nee, ja, geht auch, oder? Warte mal, das muss ich mal, S-P-E, dann E-C-H, das sind 2, und da ist das zweite E, sind auch 2, okay, jetzt müssen wir es bei Injected 3 haben, alles klar, E-N-F ist schon mal das erste, mit der, ach shit, wo war ich jetzt? Nein, ich Doofkopf, Speeches war ich, ne? Ja, Speeches, so. Zack, ASC, SPE, haben wir keins. END, ja, haben wir. ECH und dann ES. ED, shit. Ach, ernsthaft? Sicher? Ich guck noch einmal nach. SPE? Nein. E-C-H, E-C, ja, das C und das, doch, das, nee, das C ist ja auch noch da. An vierter Stelle und das E an zweiter Stelle und dann haben wir noch das, ja, das könnte es sein, oder? Oh, boah. Es ist mega anstrengend, aber ich mach die Arbeit, ne, ihr müsst nur zugucken. So. Macht das? System Reset. Ja, ihr lacht, ne? So, ihr könnt das ja gern mal. Ihr könnt das ja gern mal in den Chat schreiben, wenn ihr der Meinung seid, dass das irgendwie schneller geht. Hab ich das jetzt schon gemacht? Zack. Empty, Tier Network Status. Alles klar. Und jetzt müssen wir den hier auch noch hacken. So. Ich weiß nicht, kann man. Okay, die ersten drei und dann abbrechen, meint ihr? Okay, ich zeige euch mal eine zweite Variante. Die können wir auch gern ausprobieren. Ich bin nicht sehr langsam. Das ist gar nicht so einfach, ne? Das ist gar nicht so einfach. Man kann natürlich jetzt auch zack, zack, zack. Dann gehe ich raus und gehe ich wieder rein. Das ist wahrscheinlich schneller. Aber es ist irgendwie ist es auch ein bisschen lame. Ich darf meine Versuche nicht aufbrauchen, weil sich sonst der Terminal ausloggt. Ja. Das ist natürlich dann die andere Alternative. Bam. Ah, so. Okay, es geht schneller. Aber es ist auch. Manchmal geht es schneller, aber es ist auch lame. Es ist natürlich. Das Spiel will das ja nicht so, ne? Es ist schon ein bisschen lame, das so zu machen. Ich schieß halt so ungern. Ich bin halt ein Spieler, der sehr ungern schießt. So, Zero, Zero Packet Lost, alles klar, nice. So. Das gefällt mir gut. Raus. Geil. So. Check the status of the Tier 3 Network. Alles klar. Das check ich nochmal eben. Wo haben wir das denn? Daten. Ich wollte euch das natürlich selbstverständlich einfach nur einmal zeigen, ne? Das ist ja klar. Dass ich einmal euch zeige, wie das Spiel das eigentlich gedacht hat. Und dann habe ich euch gezeigt, wie man da rumschießen kann. Da was drin? Guck mal, ich hätte die Kakerlake gar nicht von Hand verprügeln müssen. Ich hätte auch einfach tatsächlich. Hier, diesen wunderschönen. Oh, die Maus geht gar nicht klar. Diesen neuen Spanner hier. Ich hätte mir diesen Spanner ausrüsten können. Ha! Und ich habe die Sau weggeboxt. Na ja, gut, das ist halt einfach Champion-Style. So. Da müssen wir jetzt hier wieder raus.
durch das Vault-Dings. So, ich gucke ab und zu mal so linsig mal so runter in den Chat, falls meine Augen mal so, die, es sieht aus, wenn die zugehen und ich wegpenne, aber in Wirklichkeit gucke ich nur nach unten auf den Chat, was ihr so meint. Ja, also jetzt gerade beim Hacken hat sich natürlich tatsächlich so ein bisschen diese cheesy Methode durchgesetzt, das gebe ich natürlich zu. Das Spiel hat das aber eigentlich nicht so vorgesehen. Das wissen wir alle, ne? So. Okay, wo seid ihr denn jetzt? Wo seid ihr denn jetzt? Okay, wieder da oben wahrscheinlich, ne? Gut, gut, gut. Hi. Was? Hi. Wer bist What's du? Hanging around? Ja, yeah, what do you want? Nix, geh mal. Frechdachs. So, quatscht die mich voll? Oh, ist das eine Statue von mir? Guck mal. Senator Andrew Scholes Oran. Wer ist ein Mann? Fast wie die Ronaldo-Statue. So, ich nehme mal an, dafür muss ich hier nach oben. Da ist die Treppe. Ich kann ja auch schon mal meinen Schraubenschlüssel. Wobei, das sieht ja auch, wenn ich mit dem Schraubenschlüssel langlaufe, das sieht schon aus, als wenn ich irgendwie beschäftigt wäre. Mega viel Ahnung hätte. So, ist das nicht dieses Arschloch, was mich weggetackelt hat? Oh, nee, das war niemand anderes, oder? So, pass auf. Warte mal. Wo ist denn hier? Da muss ich mal wieder mit der reden jetzt hier, oder was? Bin nicht ganz sicher. Welcome back. I hope you are enjoying your stay with Artek. Displaying system status. Please restore all severed cables as outlined by Vault. Wow, what is this doing? It appears you have removed Dr. Rossman's behavior block and restored me to my default state. I have regained access to the primary proxy gateway. Restoring Vault Tech primary directive routines. Updating Vault records. Please wait. Guck mal, Vault Tech One Perk Edit. Was macht der? Ich weiß es nicht. Go to your bedroom and investigate the strange networks. Network feed on your terminal. Ja, ist das nicht mega nice? Das mache ich gleich. Was ist? Oh, es ist classified. Only Senator Andrew Scholes or U.S. Air Force Colonel Laura Oran may access this data. Oh, I shouldn't have said that. Please avoid this port until you have the proper clearance. Jetzt weiß ich wenigstens, wer da alles rein darf. Okay, das ist offline. Main Menu. Muss ich das jetzt an das andere nochmal jetzt auswählen? Das habe ich noch nicht gemacht. I do not know what this port belongs to. Ah, okay. It is offline. One of these cables is active, leading to a secure hardpoint. The only indication that even exists is a steady indicator light showing heavy activity. Okay, und das habe ich ja schon gemacht. Jetzt wird sie mich wieder anmeckern. Please free me from this disorderly nightmare. I am a dignified Vault Tech representative. Help me. Help me. So. Tschüss. Sehr schön. Guck mal. Progress. Progress-Folge. So. Okay, pass auf. Quests. Oh, diese Maus macht mich fertig. Quests, Quests. Fix the old computer. So. Repair all for network tiers. Go to your bedroom and investigate the strange network feed on your terminal. Das machen wir gleich mal. Reroute the tier 4 network cable in the vault. 18 Zisterne. Da war ich doch gerade schon. Reroute. In der Zisterne. Ja, dann, das muss ich eh machen. Da könnte ich ja wahrscheinlich dann gleich pennen. Das hängt hier alles zusammen mit pennen. Check out the robotics lab. Habe ich das nicht gemacht? Okay. Dann machen wir erstmal das. Da gibt es auch viele. Da sind die Apartments. Und hier ist nochmal die Zisterne. Da war ich doch gerade. Nun. Dann geht's mal weiter. Dann gucken wir mal. Nochmal jetzt da rein. Ah, was ist das denn? What are you doing? Ja, wie was? Ich repariere hier und was machst du? What's up? Hi there, mister. Hi there. Gibt ganz schön viele Kinder in der Apokalypse. Oder?
Ja, ich gehe natürlich noch nicht schlafen. Ich erstmal erledige ich hier pflichtbewusst alles. So, jetzt mal eben hier rein. Check mal mit dem Rerouting. Das ist da. Kann ich das hier machen? Rerouting? Oder was? Ich klicke einfach mal an. Gibt es jetzt irgendwie ein Feld? Nein. Was habe ich da gemacht? Achso, das ist ja der. Was denn, wenn der sein, oder? Da, Reroute! Tier 4 Fiber Connection. Ach, guck mal hier. Ja. Kann ich mich hier reinhacken, oder was? Denied. Nein, natürlich darf ich es wieder nicht. Tier Fiber Connection rerouted. Check the status of the Tier 4 Network. Okay, das heißt, ich muss gleich wieder zurück. So ist das halt. Zero Pangers, alles klar. Sehr schön. Ist empty. Na gut. So, mal und wieder los, aus. Okay, das heißt, ich muss gleich da wieder zurück, ne? Open Hedge Vault, Lower Cisterne. Muss ich da auch nochmal hin? Ist da noch ein Dingsbums? Nee, ne? Nee, er will nicht wieder zurückgehen. Okay, aber da geht es jedenfalls auch nochmal runter. In die untere Zisterne. Ah, und jetzt wieder da so hoch. Nehme ich mal an. Ah, hier geht's auch direkt raus. Was ist der schnellste Weg? Ich glaube, hier müsste es schneller gehen. Hydroponics heißt es. Ich habe von Hydroponics gesagt. Aber da ist gar kein H, es heißt Hydroponics. Habt ihr auch im Chat drüber diskutiert? Hab ich gelesen. Entschuldigung, habe ich das falsch gesagt? So, Ilse, kann ich jetzt schon wieder mal mit dir reden? Welcome back. I hope you... Ja, mache ich. So. After annihilating every firewall security measure set in place 200 years ago, I have discovered an active connection outside the vault. Please request Senator Andrews Gills or his daughter Anna Iran. Report to the private terminal in the presidential suite. Ja, siehst du wohl. Use the holofeed control terminal to investigate the strange signal. Main menu. Haben wir das doch geschafft. Und dann nehme ich mal an, dann gibt es hier wahrscheinlich auch nichts mehr, ne? Ne. Gut. Ja, mega nice. Ich bin voll der Questboy. So. Okay, also, ne, bleib mal hier, mein Freund. Use the holofield control, das ist das, was wir jetzt noch machen müssen. Repair the network tiers, ja, klar. Haben wir das nicht gemacht eigentlich? Bin ich eigentlich alle repariert? Das machen wir dann später, da muss ich ja wahrscheinlich auch pennen, ne? Würde ich jetzt gerne erstmal das hier machen. Frage ist, man bekommt leider, das ist auch ein bisschen doof, dass man, auch so eine technische Albernheit, ich bekomme nicht angezeigt, welche Quest quasi durch welchen Pfeil hier repräsentiert wird. Das finde ich auch ein bisschen nervig. Also müsste ich eigentlich auf gut Glück, weil das hier müsste wahrscheinlich mein Bedroom sein, oder? Da geht es über die Apartments und das wird wahrscheinlich mein Apartment sein. Nehme ich mal an. Und dann könnten das hier Terminals oder sowas sein. Wer weiß das schon? Am Ende weiß das doch niemand. So, dann gucke ich mal, wie ich mich jetzt dem... Ja, seht ihr? Da bin ich hier wieder drin. Ist nix. Warte durch. Da. Lass mich in Ruhe. So, guck mal. Ja, mal checken. Ja, ja, ja. Das ist doch Quatsch. Kann ich jetzt Active Terminal 5? Terminal 3? Da, warte mal. Terminal 4. Das ist es doch. Ah, okay, alles klar. Scouting Report, das ist jetzt viel Text. There have been rumors of Brotherhood of Steel Scouts passing the area near Vault 18. It was said that they'd established a camp nearby searching for pre-war locations in the mountains near us. We've encountered the Brotherhood several times in our various adventures.
Jetty has several scars to tell the tale, but in case we have a new student reading these logs, let me tell you a bit about them. The Brotherhood of Steel formed from what was left of the United States Army over a century ago. They were once a huge organization, but now they're essentially a loose band of raiders. Ach was, so weit ist es gekommen? Their motto of late is, we are the only salvation this tortured planet and its people have. Without us, humanity is sure to perish. Ja, also ohne die Brotherhood of Steel wird die Menschheit verschwinden. That should give you an idea what they are like. Relatively little is known about the early years of the Brotherhood of Steel, but they acquired a ton of power armor from when they were still army men and have taken to treating themselves like ancient knights. Naja, wir alle, die Fallout 3 gespielt haben, kennen natürlich die Geschichte ein bisschen besser, der Brotherhood of Steel. Of the Round Table, the Knights of the Round Table. Odds are, you've never read about that in the Vault Library. Go look it up. It'll make sense after that. Even got their own King Arthur by the name of Maxon. Yeah, as in that Maxon. Dunno if he was the dumbass who led the Brotherhood into its grave. Jeremy, in a past life, put my monies on Boss Maxon's being some black sheep second cousin. They could quietly punt off the Council of Elders. Brotherhood's too stuck in the mud of tradition. Odds are old man Jeremy could piss on the BOS cock and they'd still follow him off a cliff. They tend to be shy. They scour the waste for technology, building up some kind of storehouse meant to enrich humanity, or so they say. Really, it just enriches them. They'll take anything you have and strip you down, leave you dead if they see something they like, especially if you're lesser people. This bad habit got them in a war with the New California Republic. With their superior technology, the Brotherhood managed to give the NCR, New California Republic, a good smack, even coming close to winning that war. But the Brotherhood's technological advantage was nothing compared to the sheer volume of the NCR military. The Brotherhood was isolated, undermanned. They froze themselves to death. The NCR kicked their ass and took everything they could get their hands on. We were part of that war in several places, basically starting it. The Wasteland Scouts derailed several Brotherhood attempts to ransack Vault 18, kept them chasing their tails, and eventually used their technology to turn them against the NCR. When they weren't paying attention, we had our friends in the NCR get a gander of their storehouse. After that, the greedy NCR politicians were salivating. War ensued. We'll check up on this and update the logs. Update blah 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 2048. Fortunately, rumors have proven to be false. There's nothing in the area that would indicate Brotherhood of Steel's presence, apart from an outcast located in Union City, specifically Old Doc Marius. Crazy sci-fi bastard was trying to impress Dr. Kyoto with his shiny suit of power armor. Pah! Crazy lovebirds. Reprimanded her for fraternizing with locals and not informing us. Es ist viel Text und das ist lediglich das erste Log. Es geht hier noch fröhlich weiter. Ja. Gut, aber ich habe gesagt, ich lese das, also lesen wir das. While on a routine patrol, we crossed an old Vault 18 exile settlement in the region about 30 clicks from Union City. Place was a mess, demolished and abandoned, showing marks of a fight that must have took place some hours ago. Inhabitants were caught by surprise, probably by a force that was superior in numbers. There wasn't much sign of a firefight, no corpses were found. It seems the aggressors sacked the settlement in a hurry, destroying what they couldn't take and left with everyone dead or alive. Careful inspection allowed us to discover a hidden nook behind one of the houses. Survivors were found inside, just infants and toddlers, all in the age between 2 and 4, approximately. They were wearing exodite marks. Four of them had little blue pentagrams painted on their bodies in various places, seeming to indicate a family name. They were terrified. Two kids named Jamie and Eric, the oldest of the bunch, told us that demons took their parents and left them behind. They were too scared to even talk about it. They said that the demon woman hit the four with the tattoos in the nook. As soon as we got them out of that hole, it was like they just forgot it ever happened. They've been quiet on this subject ever since. Unfortunately, no further tracks were found, and we were unable to determine what happened to the inhabitants. Settlement was small, and my bet is someone sold info on them to the passing slave caravan. The goddamn survivalists probably were involved in the process. They've been taking slaves left and right ever since that elf dragon
son of a bitch took over after we, well, after Rossman killed his leader, Boss Maxon. With the NCR pushing into the region, getting ready to liquidate the enclave holdouts north of here, we have to be especially cautious. The NCR is winning the war with the Brotherhood, but just barely. They're on hard economic times. They're destroying tribes, wiping out whole civilizations, tearing apart towns, going back generations. It's like they're trying to turn the entire California wasteland into a farm for taxes and soldiers. After we blew up the ethanol reserves at Athens Tech, they've been on a campaign to absorb every last raider tribe from Washington, Texas. They were a ragtag organization just 80 years ago. Now they are turning into a war machine. The NCR keeps pushing around raiders like dirt on a wet floor, and that dirt is starting to run off into the gutter of Athens Tech mine. Rossman petitioned the overseer and council, which ordered the emergency sessions, to admit the orphan children as vault residents. These kids are our ancestors' blood. They're us. They may be dirty, starved, and terrified, but they're us. We are immediately rushing back out to scout the other six villages. If the raiders are trying to take revenge on our tribes, we need to know. But I get the feeling this isn't just a revenge thing or a desperate grab for manpower. I think someone or something is targeting our tribes to bait us. Alter Schwede, das ist der richtige, ein richtiger Roman. Sergeant Norman ist ein verkappter Schriftsteller. Hoffen wir, dass Dr. Kevin Rossman sich ein bisschen kürzer fassen kann. Aber es gibt einen interessanten Einblick, oder? Ich finde es deswegen wichtig, weil das alles in diese Geschichte eingewoben ist und diese Geschichte auch erzählt. Und man irgendwie braucht man das. Scouting Report Nummer 193. We found the remaining Exodite Tribes, numbers 6 and 7. They have been destroyed along with the others. This time we were too late. The children, they were dead, likely from starvation. Oh nein. The scouts blame themselves. Truth is, I blame myself. This isn't the place for self-reflection, but it's my duty to report my failure. As lead scientist, I'm responsible for making technical successions. But as the wasteland scout, it's my job to keep these people safe. We are more than just the defenders of Vault 18, we are protectors of humanity. We promised them when they left Vault 18 decades ago that we'd never abandon them in the waste. That our mission was to protect not just our little vault, but everybody from here. I'm the leader of that operation. I hesitated to fight an unknown enemy, and for it, a dozen kids are dead. Tribes 6 and 7 are nomads. They didn't have a permanent settlement. Whatever came after them knew who they were. The Enclave is too bogged down with the NCR war to go back to their old schemes, so it can't be them. Brotherhood couldn't care less about us. NCR wouldn't do something like this, not on purpose. We've rescued all the kids we could. However, whoever is targeting us has won. It's time we draw the line where we know we can protect the vault and bunker down. Eieieiei. Okay, letzter Eintrag. Security Chief Evanson. 14.04.2253. Also, gut 2 Jahre. 12 Jahre nach dem ersten Eintrag von Norman. Scouting Report Nummer 217. Union City has been invaded and successfully taken by the NCR, but it looks like we've lost the war. In our last reports, we've documented the agreement Dr. Rossman reached with the slaves of Union City and the NCR Colonel Billy Silverman. The NCR is aware of the Western Scouts and our exploits. They've been watched every episode, it seems. Big fans of the show, or so we thought. The NCR sent prospectors to take over Vault 18. They killed Dr. Kyoto and left us covering our butts. With those mercenaries chasing us back to Vault 18, we had no choice but to kill them. The NCR learned of it and branded us enemies of the state. Rossman specifically is called in for treason. They declared Vault 18 and Athens equally annexed NCR property. They stormed in and took over the ethanol fields at Union City in a 3-week battle that left the entire region a glowing mess. The survivalists under Elstragon have made a big impression on NCR brass. NCR thought they would be a pushover. They were wrong. Elstragon gave ground just to suck them in, then burned his own fields under their feet. The fields are full of explosive mutant corn, probably killed 400 NCR soldiers. In 30 seconds, death by popcorn. Nasty. As we've documented, the great Khans, Vipers, Jackals, all the Misk Raiders tribes with names or no names have flocked from across the wastelands to join the survivalists. The NCR has pushed them to utter desperation, enough to overcome decades of internal fighting and band together.
We thought this battle was in the bag. The raiders were finished. We were wrong. The survivalist message of freedom and isolation of tax-free utopia and anarchy has ironically created a grassroots movement of epic proportion. The NCR angels swept California clean of the devils they sought to destroy, and all the demons came back to hell. Athens Tech Mine. Now they are all here on our front door. The NCR is bogged down fighting the Brotherhood now. That war may or may not go in their favor. Until that's resolved and they lick their wounds, the NCR has given up on Athens Tech. The raiders keep growing in numbers, hunkering down. They are sweeping the valley for us, looking for revenge. Chief Evanson has called it in. We are looking down Vault 18 until further notice. We'll close the door, start raising these kids we saved from the wasteland, and that'll be it. Our adventuring days are over. Wish it was on a better note. Hi, jetzt habe ich den ganzen Roman vorgelesen. Ich habe mich einmal im Chat geguckt, keine Ahnung, was eure Meinung ist. Ich habe das jetzt hier alles gelesen. So. Kaboom. Alles klar. Jetzt wisst ihr Bescheid, oder? Kurz mal hier ein Abriss über die Konflikte, was da hier so alles passiert ist. Ist ja vielleicht auch ganz interessant gewesen. Ich übersetze das nicht alles, aber ihr habt es vielleicht so ein bisschen mitbekommen. Die haben diese Kinder da gefunden. Und es gab hier diese ganzen Konflikte, Raiders und NCR und Brotherhood of Steel und Krieg und alles. So. Warte. Da wollte ich nochmal gucken. Quest, sowas. Use all of it. Das muss ich noch machen. Go to your bedroom, muss ich machen. Repair all four network tiers. Ja, da weiß ich natürlich jetzt gar nicht mehr genau, wie alle sind. Okay, was muss ich hier noch machen? Habe ich irgendwas vergessen? Activate Terminal 3. Terminal, die muss ich mir die mal alle mal angucken. Terminal 2. Oh Gott. Oh, ich kann die nicht alle lesen, ne? Oh, das ist wie. Okay. Ich klicke das so durch. Ich habe. Pass auf, einen Kompromiss. Ihr könnt das auf Pause ja machen. Und dann euch das in Ruhe durchlesen, ne? Weil ich glaube, das ist jetzt dann doch ein bisschen viel. So, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt Pause machen und das in Ruhe durchlesen. Weil. Ups, das erste war ein bisschen schnell, das mache ich nochmal. So. Upp. Und das auch. Ich überfliege das so ein bisschen, dass ich vielleicht so ein paar Informationen aufsauge. Aber ich lese jetzt hier nicht mehr alles. Ich glaube, da habt ihr auch ehrlich gesagt wahrscheinlich gar nicht so viel Bock drauf. So, Terminal 1 haben wir natürlich noch nicht gemacht. Oh Gott. Das ist natürlich jetzt chronologisch alles Mist, was ich mache. Man sollte natürlich eigentlich da anfangen zu lesen, wo es auch passiert. Upp. Und das? Okay. So, jetzt habe ich 1, 2, 4 habe ich, ne? 3 habe ich noch nicht. Oder? Habe ich 3 schon? Ich glaube nicht, ne? Okay, das ist zum Glück nicht ganz so viel Text wie das andere jetzt. Okay, das erste habe ich hier aus dem weggedrückt. Normalerweise, wenn man einmal drückt, dann kommt nicht dieses komische Schreibfeature, sondern dann sieht man alles. Okay. Vier habe ich gemacht. 5 habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ah, guck mal hier, Bilder. Nice. Sie können noch mit Bildern arbeiten. Das ist ein seltenes Vergnügen. Ein Knopf? Hat jemand einen Knopf auf dem Bild gelassen? Ja, na, Highway Picture 4. Wie sieht die sich aus? Oh, die haben ja Bilder schon, die finde ich gut. Das ist auch einfacher, ne? Als immer dieses Lesen. So, 6. Ah, wieder nur Bilder. Oh, nice. Okay, ein zerbrochener Funkturm. Oh, hier!
Sind das die Überreste von, was ist das, Mount Rushmore? Heißt, oder wie, also wo diese vier Präsidenten sind? Ist das Mount Rushmore? Ich weiß es nicht genau. San Bernardino Scouts plus Local Image Logs. So, oh, ein Mond und ein altes Gemäuer. Gut. So, jetzt haben wir uns das hier alles mal angeguckt. Jetzt hoffe ich, dass das hier noch weitergeht. Tier 1, Terminal 1. Tier 2, Terminal 5. Oh Gott, das ist ja echt viel. Oh. Eieiei. Tier 1. Ist ja eigentlich auch das erste, ne? Tier 1. Oh, holy shit. Okay, pass mal auf, das ist viel zu viel. Scheiße. Ja, das ist halt echt, das haben die ja alles an Text auch geschrieben, ne? Das ist echt krass, das haben die alles da reingehackt, die Boys und Girls, die diese Mod gemacht haben. Also dafür fetten Respekt auf jeden Fall. Aber das ist mir jetzt zu viel. Wir haben zumindest mal so einen kleinen Eindruck, einen kleinen Eindruck bekommen. So, Upper Apartments muss ich auf jeden Fall noch mal rein. I sure hope this election turns out the way I hope. Overseer Christensen or Coach Bragg? Not much of a choice, if you ask me. Are you the new maintenance person? The coffee machine is dead in the cafeteria. If you could have a look at it, that'd be great. Alter, den möchte ich sowas von mit meinem Schraubenschlüssel einmal eine geben. Aber ich mach's natürlich nicht, aber Der ist wie so ein billiger, degenerierter Ableger der Tunnel Snakes. Der hat nicht mal eine Tolle vorne dran. Guck ich mal, der hat nicht mal eine Tolle oben. Und labert mich hier dumm voll. So, okay, alles klar. So, Apartments muss ich irgendwie machen, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wohne ich in den Upper oder in den Lower Apartments. Da nehme ich an, ist mein Apartment. Was mache ich jetzt mal? I don't know. Ich weiß jetzt nicht genau, was. Ich gehe jetzt mal in die Apartments. Aber normalerweise müsste die Tür hier eingezeichnet sein. Also da müsste eigentlich das Missionsziel an der Tür sein, wenn ich erstmal da durch muss. Von daher, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dann wird das hier sein. Ja, okay, alles klar. Ja. Dann gucke ich mir das mal an. Was ist das? Oh, guck mal hier. Da kann man richtig geil so in die Höhlen. Rankommen. Die Musik ist schön. Wo wohne ich denn jetzt? Hat man mich denn hingebracht? Security Protection. Oh, mal gucken. Hey, welcome back. Was? Yay, it's our hero. Great work out there. You were fantastic. Yeah, sorry we missed it, man. We had a game going on tonight. But... Oh, yeah, it's... I'm sure it was great. Sean? What? I thought we were gonna try to fake it. Oh. Oops. Hmm. Okay. Ja, warte mal. Nicht so schnell. I'm sorry about missing your big game. We just really wanted to get into this RPG before the next wave of tests in chemistry. But hey, I heard you won. Congratulations. Hmm. Mandy, I lost. I even broke my leg. Thanks. Oh, really? I don't know much about football. Mm. And we've been here all night. We haven't even left. Really? I'll make it up to you somehow. Is there anything I can do right now? Yeah. Perception? Maybe. Where did you get this guitar? If anything can hit my leg, it's okay, Manny. I forgive you. Nee, mein Perception 6, wenn ich das schon anwenden kann. Oh, Chief Evanson brought it to me today. Apparently, when they found us in the wasteland, they picked up this guitar and brought it back to the vault, and it's just been in storage this whole time. Obviously, our parents had a thing about stars. There's one burned into the wood. Would you like to learn how to play? Ja. Geil, kann ich auch machen. Intelligence 7. Zeig mir okay. Das. Okay. That'll be exciting. We'll start this week. Was there anything else you needed? Ja, du hast irgendwas für mein Bein? Gib mir das. Ooh, yes I do. Here. I just so happen to be studying medicine, and this is part of the kit I made in lab this week. Don't be scared. Hold still.
There. All better. Is there anything else? Nee, ich vergebe dir. Oh, yay. That's good. I wouldn't want you to be mad at me. Aber ganz ehrlich, du bist nicht im Club der coolen Leute. Oh, alright. Have a good night. I'll try to play quietly. Du bist nicht meine Freundin. Ihr, in Wirklichkeit mögt ihr mich nicht. Sonst würdet ihr sowas nicht machen. Und du auch nicht, Sean. Yeah, man. Sorry about that. We were just sitting down to set up our game and... Dude, really? We've been working toward this for weeks. Where were you? Ja. Ow, ow, ow! Damn, bro! Chill out! God, I meant to. It's just... This is all the time Jason and Mandy had to play our tabletop this week. With all the shit going on in the vault, it'd be lucky if we get another chance to play this decade, let alone this month. We just beat the third dungeon boss, and we're about to... Nee. Oh, ich lass ihn nicht so schnell vom Haken. I'm sorry. Are you okay? Look, maybe if you just go rest up, it'll wear off. Coach Bragg is a real coochinator anyway. Like, Douchebag doesn't even begin to explain it. I really hate that guy. Why are you messing with him in the first place? Yeah, right. The Vault may have saved us from a shitty situation, but I thought democracy is about not treating people differently because of where they came from. Ugh. Anyway, sorry for not being there for you tonight. You should just join us for our next game, okay? We have a character all lined up for you. Nee. Tschüss. Okay, just call again if you want to join the cult. Have a good night, okay? Oh man. Ja, also sie sind jetzt, also sie sind schon alle ein bisschen scheiße. Also ich glaube, wenn ein Kakerlakenangriff ist, sind das nicht die Leute, auf die ich mich verlasse. Have you seen my engineering guide laying around? I kind of need it for my test next Tuesday. Nee, Mann. No, I don't care. Volleyball is stupid. I really couldn't care less, honestly. Gut. Will do. Say, next time, why don't you join us? Could be a fun distraction from all the other bullshit going on. Kann man dieses Tabletop Pen und Paper Krams überhaupt ernst nehmen? Für mich ist das alles nix. Ja, okay, das ist also offensichtlich meine Gang. Ach ja, guck mal. Ein Teddybär, der ein Dinosaurier ist. Dino Toy nehme ich mit. Teddybär! Oh, sehr schön. So, ist das hier mein Computer? Rudi von Bödefels Homestuck. Ha, Console. Homestar Console. Hallo? Das ist was. Ich will mit denen Talk mit mir. Ach so, du talkst mit mir nicht, weil was? Was brauchst du? Ich brauche Werbung, um zu funktionieren. Ach so, Werbung. Ach so. Ja, das wusste ich nicht. Dann gebe ich dir jetzt ein bisschen Werbung. Und dann, wenn wir gleich zurück sind, dann lunze ich aber mal rein da in dich. Okay. Das war Computersprach. Sprech. Tschüss. Hi, hi, hi. Schön, dass ihr da seid. Fallout New California heißt die Mod, die wir hier spielen. Und ich stehe hier immer noch vor meinem Computer und hack mich jetzt mal in meinen eigenen Computer rein. Mal gucken, was hier passiert. Homepage Beta. Aha, woher kenne ich das? Sehr realistisch. From Mrs. G. Die Seiten 4 bis 25 des Merits of Capitalism due Monday. Oh, please don't be late just because of the big game. We have the Civil War to cover next week. Alles klar. Noch eine E-Mail von Coach John Bragg. Aha, mal gucken. Coach John Bragg, I want everyone to meet me early in the gym before the game for a quick pep talk. 18:30. This one is going to be a little different. Don't be late. Mir fällt gerade was auf, ne? Und zwar, der heißt ja Bragg. Das ist mein Coach. Und durch den Coach habe ich einen Broken Leg. Broken Leg, Bragg. Oder? Da ist doch ein Hinweis. Da steckt doch schon eine Warnung in diesem Namen. Bragg. John Bragg. Broken Leg. Bragg. Wastedgirls.net. Oh, da bin ich auch immer. The only camgirl service in the Wasteland. Alle offline! Nee, die ist idle. Orion's Girl 101. Komm zurück. Nein! Wieso hast du dich ausgeloggt? Chatlog start.
Origins, was? Paging? Was ist los? Hallo? Oh, das ist ja lustig. Oh, oh, holy cow, someone's actually out there. I'm sorry, who are you? Ah, my name is Uli von Bödefeld, who are you? Ja, sag das. Oh my, I'm Anai. Nice to meet you, Uli von Bödefeld, wow. Was? Die ist so schnell. I'm the world's computer engineer. What is this? You mean waste? It's this website I made to connect lonely sign to make some waste. Like a dating thing, but how did you find it? Ich hab mich da irgendwie reingehackt. So, what if I were the girl? Would you still talk to me? Hang on, you're not in World 18. How is that possible? Ja, das ist tatsächlich die wesentlich interessantere Frage. Oh, wir haben hier Kontakt mit einem Outsider. Sie ist in Union City. Zack. Oh, I don't care. Company is company. I've never met a Vault Dweller before. Ja, wie hast du hier einen Dating-Service? Das stimmt. It's not pre-war tech. It's stuff the NCR built. Krass. Das ist ja interessant. Also, die NCR baut ein Computer-Network. Krass, ja, es gibt Internet. Also, offiziell, das Wasteland hat besseres Internet als Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. I'm on the frontier like you, but you seem nice and I'd love to get in contact. For a place called Brazil. Ja. Okay, jetzt, das kann ich beantworten mit Intelligence. Charisma fehlt mir ein Punkt. You're looking for Brazil in Southern California, might be a little off track. A big underground paradise. Like a vault. Why did they call it Brazil if it had nothing to do with the country? Yeah. Dude, really? Ach so. Duh. Ah, das kann ich wieder nicht sagen. Oh, bitte? Wenn ich das erfolgreich machen würde, dann kann ich ihr sagen, just show me your boobs. Ne. Also, sorry, ich weiß ja nicht, wie das hier im Wasteland geregelt wird, aber so rede ich nicht mit Frauen. Ich rede natürlich wie ein kluger Mann und sage, okay, I get it. Let's get back to this side. Is this using the old cat? 5 Line on my satcom. Krass. Ich bin im Internet. Ja, also ich hätte das. Ne, ihr habt ja gesehen, dass. Diese Sprachoption wäre gescheitert, ne? Ich hätte da 6 Charisma gebraucht. Ich habe nur 5. Von daher war das keine Option. Jetzt mache ich hier wirklich Chit-Chat mit der. Ah, oh, was magst du für Musik? Ah, oh, ja, weißt du, hier draußen hören wir, spielen die Radio. Death 981, bla bla. They play new metal and rock from before the war. Geil. It's banned by the government before the war. Like, was, what? Wie? Nee. Ich schöner in Clay Spy. Naja. Aber das ist eine. Also, sowas würde ich eigentlich nicht sagen, weil es ja dumm ist, weil ich das natürlich weiß, dass das ja gar nicht stimmt. Das stimmt. Das ist lustig. Haha, those names are awesome. We're stuck with old people music out here. So the World Film Raiders learned to use the radio broadcast, why don't the NCR stop them? Das ist natürlich beides interessant. Da wahrscheinlich, das ist ein bisschen mehr flirty, ne? Und seien wir ehrlich, ey, es war eine lange Zeit in diesem Bunker. Die Dame da offensichtlich ist nicht an mir interessiert, sonst wäre sie ja zu meinem Spiegel gekommen. Sie will lieber mit den anderen beiden Typen rumhängen. Da sehe ich meine Fälle davon schwimmen. Deswegen ein bisschen flirty ist okay. Well, I had a scary run-in with some bad guys tonight.
If I need to, how do I reach you? Ach, wenn ich meine sensible Seite ausheulen möchte bei dir, wie kann ich dich erreichen? Well, the best way is to just head out the Long 15, Union City. I have to warn you, it's really dangerous. Ja, ich bin auch dangerous. Hast du mich gesehen, wie ich gegen die Kakerlake gekämpft habe? Ich bin auch dangerous. It's covered really bad. Ja, Raiders numbering in the thousands. Oh, was ist da los? Aber 1000, was sind schon 1000 Raider gegen eine Faust von mir? Wow, that's crazy. Well, how can we get closer without risking our lives? Ja, ich bin relativ schnell verliebt, wie ihr seht. Ja, klar, kannst du ja mal probieren. Dankeschön. It's my family name, ja? Aha. Are you tribal kids? Ich hab doch gerade gesagt, ich komme hier aus dem Bunker. Kinda, at least we were... Rebenzer. Na gut. Das ist ja tatsächlich... Ich fühle mich ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen... bespannert hier von euch. Dass ich flirte hier irgendwie auf wastedgirls.net und ihr seid alle dabei. Es ist schon irgendwie ein bisschen... Ja, ist ein privates Gespräch eigentlich, oder? She was a rich bitch and left us as soon as I was born. Well, that sucks, but give something to come right. Die flirten jetzt hier wirklich die ganze Zeit, das ist ja unfassbar. And you like stars, right? Like the Orion Constellation. Yeah, I got it from the name of a tribe out here. They misspell everything. Lol. Roffel, roffel. So, not much education out in the wasteland. I'd love to have a friend on the outside world. I don't know if I'll ever see it. Ja, komm. Everyone except Jerry. Okay, Jerry, das merken wir uns. Jerry, ich hoffe, da läuft nichts zwischen denen. Ich hoffe, Jerry ist nur Friendzone. Weil wenn nicht, dann mache ich den Kakerlakentanz. Dann bitte ich Jerry zum Kakerlakentanz. Guck mal, da fehlt mir einer. Ah, I'm kinda shy. But we can be better friends if it's all just imaginary. Kann ich nicht machen, würde scheitern. Zack. What? No. Was? Ja, das mache ich. Orion's Girl. What? Wieso ist das schon so ausgegraut? Hab ich das eben schon gemacht? Look whoever you are, just stay away from my home, okay? Nee, warum? Wieso? Das habe ich ja eben schon gesagt. Ja. Das haben wir doch alles schon besprochen gerade. Das haben wir doch alles schon gehabt. Ja, komm. Jetzt muss ich das andere nehmen, oder was? Ich will das aber nicht nehmen. Dann nehme ich jetzt diesmal das. You went to chat again sometime? Ja! Total gerne. Totally. That comes with special perks. Was für Perks? Like what? Like what? Check your email. Oh, 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 oh. Hang on, how do you know my email address? Alter, die hackt sich in mich rein. I'm tricky like that. I need to get back to work. Bye. Bye. Ah, nein. See you soon. Ey, das ist doch alles nicht koscher hier. Ich trau der Dame nicht. Wer weiß, ob es eine Dame ist. Vielleicht ist es ein lumpiger Hacker. So. Habe ich da jetzt hier irgendwie offline? Okay, sind alle offline. Ich will nur mal kurz, nicht, dass ich sie stalk oder so. Ey, aber... Congratulations on the successful launch of Vault 18 and its soon to be completed segments. We're sorry to know that the terrarium and several sections of excavated caverns never met their completion before the world was lit ablaze by atomic flame, but we assure you that the TerraTech droids will have them ready in no time. We hope you and your daughter enjoy your stay with the Vault Tech for a better tomorrow. Ja, das ist korrekt. Ja, was ist denn mit meinen Mails? Das hatte ich hier schon, ne, bis zum Ende.
Nee, das ist neu. Ha 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 ha. They are already inside, trust no one. Oh mein Gott. Okay. You have 200 messages. Die habe ich doch schon gereddet. Ändert sich nicht. Okay, das ist einfach nur... Irgendwie steht das immer da oder was? I don't know. Ja, krass. Habt ihr das mitbekommen? Wow. Darauf erstmal den Nuka-Cola. Wieso kann ich hier nicht... Talk Homestar Console. Geht aber nicht. Was liegt denn hier noch alles rum? Ich meine, ich bin ja schon offensichtlich, oder meine Mitbewohner sind ja ganz schöne Messies. So, Buff Out, gib mir das. Baseball. Die ganzen Bücher. Was mit dir? Geht's dir gut? Nee. Okay, also Scrap Electronics kann man immer mal gebrauchen. Rohstoffe. Tja, das war aber eigentlich noch nicht alles, ne? Also ich muss hier eigentlich noch mehr lesen können. Habe ich denn noch ein eigenes? Ah ne, okay, das ist das andere Dingsbums. Das sind die anderen Missionen dann. Ah, ich spiele Gitarre. Hört man leider nicht. Doch. Hört man was? Ja. Was? Das war's? Komisch. Fernseher an? Ne, geht nicht. Ist ja, ich finde es eigentlich ganz geil, dass man so... so ein Fenster hat. Und das ist ja wirklich... Fragt sich, wer ist das Terrarium? Sind wir das Terrarium? Oder die Welt draußen? Wo ist die Gitarre? Kann ich nicht... leider nicht ausrüsten, wie ich das gerne hätte. So. Das hier, use the Holofeed Control Terminal to investigate the strange signals. Das würde ich gerne mal repair all four networks. Das andere haben wir hier gemacht. Okay. Und dass ich hier halt penne. Aber das mache ich natürlich noch nicht. Die beiden Sachen möchte ich noch machen. Da muss ich wieder vorauslaufen. Logischerweise. Und dann muss ich irgendwann wahrscheinlich wieder zurück und pennen. Aber das mache ich natürlich dann, wie gesagt, jetzt hier. Und ich stemme gleich noch ein paar Gewichte hier. Ja, Mann. Mein Handelbereich. Tschüss, ihr Loser. Gleich klaue ich noch was. Toaster brauche ich nicht, aber ist hier vielleicht irgendwas Leckeres im Kühlschrank? Ah ja, guck mal. Glaube ich alles. Noodles. Refill was Scotch. Echt. Weil ihr scheiße zu mir wart, nehme ich das alles. Tschüss. Ihr wart keine Kumpels. Wer wohnt hier noch so? Da geht's weiter runter. Das muss jetzt ja nicht sein. Da geht's wieder rauf. 03 Chris. Inaccessible, darf ich nicht rein. Und bei Jane darf ich auch nicht rein. Na, das ist ja toll. Wo darf ich rein? Was darf ich hier eigentlich? Oh, hier. Für Lau? Newgas? Naja. Gut. Oh, hier. Geil, Graffitis. Das ist bestimmt, ist es der vielleicht der Entwickler der Mod oder so? Die beiden vielleicht? Ist das ein kleines Easter Egg? So, pass auf. Ihr Lieben, jetzt muss ich mal checken, was jetzt hier Phase ist. Hier gibt es nämlich noch einige Sachen, die ich machen muss. So, ich habe jetzt einfach mal angemacht. Schadet bestimmt nicht, oder? Du schon wieder, Nela. Ey, ich höre dir schon mal gar nicht zu. Die höre ich gar nicht zu, weil du warst eklig zu mir und arrogant. Und sowas kann ich nicht ab. So, pass auf. Dann gehen wir jetzt hier nochmal hoch. Nein, vielleicht nochmal sogar ganz hoch, eine Etage höher. Weil ich muss hier ja noch irgendwas erledigen. Frag mich nicht genau was. Muss ich nochmal irgendwie mit der Alten reden? Also mit dem Computer? Ist hier noch irgendwas Neues? I hope you are enjoying your stay with Altec. Nee, ne? Haben wir alles gemacht. Oder, warte mal. Mike, 00012460 Lima Alpha Charlie. Mike. Mhm. Okay. New menu. Ja, das war schon mal neu. Online. Sehr gut.
It appears you have stumbled on a connection even I did not know I possessed. Initiating presidential override. Hologram active. Okay. Main menu. Ich glaube, das musste ich dann machen. So, tschüss. So, Hologram ist active. Ich habe jetzt irgendein Hologramm aktiviert. Sehe ich das richtig? Oder wie darf ich das verstehen? Maria! Maria! Also, das ist schon hier. Na, ihr seht, da ist noch... das ist da noch so eingezeichnet. Ich muss die doch jetzt hier nicht alle checken, oder? Das ist doch... das sind diese Highway Pictures. Ah! Maus. So. Okay! Irgendwas habe ich hier jedenfalls noch nicht erledigt. Das weiß ich doch. Da, Holofeed Control. Warte mal, das klingt gut. Holofeed Control. Initiate Active Holographic Display. Ah, ich glaube, das ist ganz gut. What? What the hell is this? That's going. A bot. Our systems have been hacked. Quick, initiate lockout and backtrace the signal. Das ist ja geil. Hab ich denn jetzt hier? You better be ready to die for your country, because I'm gonna dispatch a Verdi assault squad. Das ist ja fantastisch. Ist er weg? Oh, das hat Voltec 2 Perk added. Ich habe offensichtlich irgendwas Geiles gemacht. Nice. Fick the old computer. Dankeschön. Ja, Mann. Progress. Ich habe hier alles richtig gemacht. Und das war überhaupt nicht langatmig, weil ich das super fix gelöst habe. Nicer Nils. Nice Nils. Sehr schön. Questi Quest. Domo arigato. Da muss ich nochmal schlafen. Check out the Robotics Lab. Das mache ich dann auch nochmal, oder? Go home and sleep. Ja, okay. Also ich muss das ganze Gesleepe, das mache ich dann gleich. Erstmal check ich nochmal hier das Robotics Lab, aber das ist wieder da hinten, ne? Naja, das mache ich jetzt mal. Bam, bam, bam. Ja, genau. Das wollte ich noch machen. Gucken, was der Perk macht. Das ist eine berechtigte... berechtigte Hinweis aus dem Chat. Voltec Perk 1. Technology is clay and you the sculpture. Gain plus 5 repair and science. Okay, sehr schön. Und Voltec 2. Technology Messiah. Gain plus 5 repair and science. Geilo. Das bedeutet, ich bin jetzt schon bei 50 science. 51 Repair und 55 Science. Oh, das ist nice. Wir brauchten für diesen anderen Terminal 75 Science. Also, das ist nicht mehr so weit weg. Habe ich vielleicht irgendwas, was mir noch... Da gibt der mir Speech, ja, okay. Gut. Upp. Nee, entschuldigen Sie bitte. Will mal mit Escape aus dem Pip-Boy raus, aber das geht natürlich nicht. So, Local Map, dann muss ich da links wieder hoch. Und dann schauen wir mal. Overseer's Office, da müssen wir bestimmt irgendwann... Nee, falsch, warte, hier. Ba-ba-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Hier, ne, Aufzug hoch, oder? Schätze ich mal. Ja. Mal hoch. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht nur dieses Terminal, was ich nicht aktivieren kann, weil ich 75 Science brauche. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der einzige Questpunkt, der da noch offen ist, weswegen ich da hochfahre. Ich vermute es ein bisschen. Ehrlich gesagt. Aber wir werden es sehen. So lange ist die Reise ja nicht. Das ist ja ungefähr nur, sagen wir mal, ein 21. Logbucheintrag, den ich vorlese. So von der Spieldauer her. So. Lauf durch die Gänge. Ach, da konnte ich nicht rein.
Maintenance. Reactor. Maintenance. So, hier, ne? Robotik. Und das wird wahrscheinlich das Ding da hinten sein, ne? Ich hab's vermutet. Dass da leider nichts anderes mehr ist. Aber das kann ich halt nicht machen. Da muss ich jetzt pennen. Wenn das das Einzige ist. Naja, und das kriege ich ja nicht auf. 75. Ja, schade. Also, das, dann kann ich diesen Queststrang... Hallo. Nicht machen. Dann gehe ich jetzt halt doch pennen. Da ist der Hundimann. Hallo. Kann immer noch nicht reden. Ist da irgendwas Geiles? Nee, ne? Leere. Obwohl, warte mal. Wow. Reloading Bench. Workbench. Hier kann man ja Schniesels bauen. Da darf ich offenbar nicht schlafen, weil irgendjemand anders sich da heimisch fühlt. Okay, pass auf. Das ist doch nice. Gucken wir doch mal, was wir hier machen. Recipes. Sensor Module Stimpak. Ja. Da kann man ganz schön viel bauen. Aber dafür braucht man natürlich auch ganz schön viel Krams. Habe ich gerade nicht. Was ist denn hier mit dem Reloading Bench? So, was kann ich denn hier mal bauen? Ah, guck mal, da brauche ich so viele Zutaten. Kann ich gerade alles nicht bauen. Die Frage ist, was ist in den Regalen hier? Scrap. Wiegen 1. Die sind schon ganz schön schwer, die Sachen. Das wiegt nix. 6. Fission Battery. Wiegt nix. Alles, was nix wiegt, nehme ich auf jeden Fall mit. Die laufen ja nicht weg. Ich weiß ja, wo ich die finde, wenn ich die brauche. Fissions. Scraps. Sensor Module. Okay, Mann. Primer Box. Small Pistol. Aha, ist alles Small Pistols? Das nehme ich noch mit. Kostet mich. Das ist 5 Mark wert oder was? Ist denn da irgendwas drin? Das checke ich jetzt mal aus. Wahrscheinlich nicht, ne? Oder ist da eine kleine Pistol auch drin oder ist das nur so eine Box? Wahrscheinlich dann hier, ne? Da. Nee. Okay, wie kann ich das wieder irgendwie. So. Brauche ich das nicht. Dann will ich dich auch nicht. Na gut, aber das merken wir uns hier, lungern so ein paar gute Ressourcen rum. Ich sammle das jetzt nicht alles ein. Was ist hier noch drin? Scrap Metal. Wonder Glue ist auch immer, kann man auch manchmal gute Sachen mit bauen. Nehme ich jetzt auch mit. Dann gehen wir jetzt mal schlafen, wa? Was meint ihr? So, können wir hier einfach mal reingucken? Können wir nochmal gucken. Denn ich bin auch ein Forscher. Okay, hier sind noch einfach nur mehr Reaktoren. Oh, das klingt total gefährlich. Tür lasse ich mir auf. Weil, hey, was soll schon passieren? Warte mal, nicht, dass ich mich jetzt hier... Noch richtig, ne? Ja. Dann mache ich jetzt aber. Das kann ich dann nicht mehr machen. Das ist. Ja, das ist das Gleiche. Okay. Dann muss ich jetzt eine Runde schlafen. So leid mir das tut. Da fehlen mir einfach mal locker 20. Wissenschaft. Science. So. Tschüss. Und runter ins Bettchen. Ist das denn dieses eine Bett in diesem Gemeinschaftsraum mit meinen 3 sogenannten Freunden? Oder habe ich noch einen eigenen Raum nur für mich? Ich glaube, ich muss mir diesen Raum und auch das Bett teilen. So. Oh. Was ist das?
What? What the hell was that? Was that an Enclave soldier? I haven't seen one of those bastards in 10 years. I hope we'd see the last of those giant metal cockroaches. If the Enclave knows about Vault 18... Oh, no. Kid, you've got to warn the Overseer. I'm gonna get the Wasteland Scouts together. We better be ready. Damn it. This is why I wanted to keep the Vault in hiding. Bin ich schuld? Nein, oder? What the hell did you guys do to piss off the creepy cockroaches? They're a bunch of awful people I wish you never had to learn about. People that have a grudge against Vault 18. And me. The last I saw an Enclave trooper, he was getting pried out of his armor to be hung by the NCR War Crimes Committee. I hope he'd be the last. I'm gonna arm the Wasteland Scouts. We may be old and dusty, but you kids are the next generation. We have to keep you safe. Das stimmt. But first I'm gonna go sever that connection. You head off to bed. And if we're lucky, those monsters are hundreds of miles away. Ah, okay. Das muss ich mir erstmal noch hier erzählen. Well, that you did. Great job, kid. I'm really impressed. What did you find? Security logs and data. Well, I'll be. That's a word I haven't heard in a long time. Exodites. Damn. You know, leading theory is when you kids were brought up here, it was because your parents were part of the Exodus. We never found out exactly what happened to them. Just that they disappeared. I hope it kept you entertained. I hope it kept you entertained. Das gilt tatsächlich auch für mich. Ich hoffe auch, es hat euch entertained. Man weiß ja aber auch nie so, wie relevant die Informationen sind, die man da so findet. So, Tier 3 Networks. Well, holy shit. I never expected anyone to tell me that. What'd you find? This is huge. This means we might be able to get in contact with the other vaults. People haven't heard from us in 18 years. Last known vault we had contact with was Vault 10. A weird little place out in the California wasteland. I wonder if they still got that Nuka-Cola left. But there's probably a bunch of shit you shouldn't be messing with. Could get us all killed if you ain't careful. Now go on. You've had a hard day. You should just head off to bed now. And don't let those death claws get you from under the bed. Sehr schön. So, ja, das kann ich hier nochmal fragen. Oh, you want to know what it's like in the great outdoors? Well, let me give it to you straight. Hell, a nightmare. Things you think about when you're in the dark and a clawed hand reaches for your shoulder. It's real. And it lives up there. Hundreds of them. But that's just the wildlife. It's the people that make you wish the war had really ended everything. But it only did half the job. Don't you forget this, kid. The strong prey on the weak. And the closer you get to society, the worse things get. The people that walk around up there are miserable. Half dead. Struggling to see tomorrow. Das stimmt. Kids are starving. Families are broken. Those that say they're here to help you are just waiting until you fear for your life. Giving them what they want to keep you safe. Then you realize what kind of slave you become. That's what the wasteland is like. Don't ever think it's gonna change, because it isn't. The strong prey on the weak, and the rest preys on the weekends. So, weiter geht's. So, you wanna join the elite few? All right, let's talk. You've managed to earn my respect with previous comments, but this is another issue entirely. If you impress me again, I'll make you a Wasteland Scout. So what brings you to the conclusion I need you? I think I could do a lot of good up top. I want to learn more about where I come from, me and my family, I mean. Beides, ne? Beides. Aber... Das ist... That's a long and complicated story. Truth is, I don't know. You deserve to, and I don't have the answers. The guilt kills me every time I think about it. You're a good kid. I know. I'd like to tell you what I do know. 16 years ago, Sergeant Norman and I were following a tribal guide through Crestline Valley. We needed rest,
and he knew a town. Once we got closer, he just stopped, went pale, and readied his gun. We followed him in. The town was empty, torn to hell. The old buildings used for shelter were wrecked, tents were torn, like a tornado stormed through. Then there were all you kids, no one older than 8, scattered, hungry, confused. So I picked you up. Evanson and Norman grabbed your brother and sister, and we walked straight here. Took 2 days, and no one said a word about what we were doing. The rest is history, but I assure you, I didn't carry your ass almost 100 miles just to watch you go back out there and wind up dead. But one day, hopefully when it's safer, you'll get that chance. Scoutmaster perk edit, nice. You betcha, kid. Das gucken wir uns hier alleine mal an. Okay. Later. Later. Sehr schön, dass er zu uns gekommen ist und nicht wir ihn irgendwie suchen mussten. Dann gucken wir uns natürlich nochmal an, was jetzt dieser neue Perk für uns bringt. Gehen wir mal hier auf unsere Perkies. Und das war Scoutmaster. Scoutmaster, fit for survival, gain plus 1 perception and plus 10 survival. Ach was. Das ist ja ein richtig guter Perk. Nice. Guck mal, das ist ja ganz schön... ganz schön gut. So, unserem Bein geht's auch wieder gut. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal slurpen, was? Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um slurpen zu gehen. Warum wird das hier eigentlich nicht angezeigt? Check. What? Nee. Sleep while updates. Okay, wird das vielleicht hier angezeigt? Ja. Ja, ja, da hinten ist das. In meinen Apartments. So. Da laufen wir mal schnell. Ich überhole dich mal. Dankeschön, Kumpel. So. Was ist da? Das ist auch gleich ein guter Zeitpunkt, dann das Spiel zu pausieren. Wenn wir uns schlafen legen. Lower Apartments. So. Da, diese schöne Musik. Oh, sie ist so schön. Sie schläfert mich direkt ein. So, hier ist ja mein Apartment. Hier sind meine Boys. Ist das denn vielleicht meine Schwester und der eine von denen mein Bruder oder so? Ist das möglich? Sean Star, Mandy Star, ja. Und Jason Star, Christensen. Bin ich denn auch ein Star? Oder ein Stark? So. Was ich jetzt mache ist, ich stelle mich vors Bett, weil ich weiß ja nicht, was beim nächsten Mal passiert. Nicht, dass ich dann irgendeine Sequenz reinstolper, die ich nicht mehr abbrechen kann oder so. Deswegen mache ich hier mal Safe, MacSafenstein. Wenn ihr euch fragt, woher kommen die 58 Saves nun? Die sind von meinem alten Spielstand von New Vegas, den ich vor vielen, vielen Jahren mal gemacht habe. Die werden nämlich irgendwie in der Steam Cloud gespeichert, was mega geil ist. So, also das war im Prinzip die erste richtige Folge, Fallout New California. Ihr habt es gewotet, ihr habt es euch gewünscht, ihr habt es bekommen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Mir kommt gerade noch eine Idee, was wir machen können. Das war, ich habe vor Jahren mal Simon Kretschmer getroffen und da ist er auch schon. Deine Idee, dein Wunsch ist erfüllt. Da war noch Share Dream oder irgendwo, vor irgendeine Foundation. Ja, Sherry. Weil du geistig so ein bisschen hast ein paar Warum Probleme. Bist du gemein? Ich weiß auch nicht. Tut mir leid, es tut mir leid. Ich werde gleich Subnautica spielen. Nein, ich spiele gleich Life is Strange. Und danach Subnautica. Schön war das. Ich habe nicht zugeguckt, aber. Ja. Ich habe in der Regie zuguckt. Ach so. Eben ein bisschen. Ja, doch. Gut. Ja, dann ganz viel Spaß mit Life is Strange. Life is Strange 2. Episode. Nice. Ja. Ich freue mich auf dich gleich live. Und ich wollte noch einen kleinen Hinweis machen, dass. Ihr wisst ja, wir verdienen ja immer ein bisschen Geld auch über Affiliate-Links und ich habe eine gute Idee, wie ich das jetzt verknüpfen kann. Und zwar, ich habe irgendwann mal, ich habe es auch im Buchclub vorgestellt, vor langer Zeit, aber es ist ewig her und wir haben ja viele neue Zuschauer. Ich habe vor ewiger Zeit mal ein Buch gelesen, Silo heißt das auf Deutsch. Es ist, glaube ich, eine Trilogie sogar, zweiter oder dreiteil, ich glaube, eine Trilogie ist es. Und das ist thematisch sehr passend zu diesem ganzen Fallout-Ding. Wenn ihr Bock bekommen habt auf eine Geschichte, die in einem Bunker spielt, die eben im Prinzip ähnlich ist wie Fallout, dann kauft euch das Buch Silo. Ich habe es komplett durchgelesen, alle drei Teile, mir jetzt richtig gut gefallen.
Und nochmal eine aufgefrischte Empfehlung für diese Reihe. Und ihr könnt es natürlich auf Amazon bestellen. Und es gibt hier in diesem VOD gleich, jetzt ist ja live, ne? Aber wenn, für alle, die das neu gucken, gibt es das als VOD. Und darunter in der Beschreibung ist jetzt ein Link, ein Ref-Link zu Amazon, wo man dieses Buch bestellen kann. Weil ich Business mache. Ich mache Business. Geiler Typ, Nils Bohmhoff. So, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bald geht's weiter. Ach ja, eine Sache noch, falls ihr euch das fragt. Ich gebe gleich ab an Simon. Aber wenn ihr euch fragt, was ist das jetzt hier eigentlich? Spiele ich das jetzt komplett durch oder was? Ja, ich glaube, das ist nicht so lang. Bei Fallout New Vegas hätte ich gesagt, gucken wir mal, wie lange ihr Bock habt. So, wenn ihr irgendwann nicht mehr guckt, höre ich auf. Solange ihr Spaß dran habt, spiele ich weiter. Und das gilt auch für diese, für die Mod New California, die wird ja wahrscheinlich nicht so episch sein wie das Hauptspiel. Also solange ihr Bock habt an dem Ding und fleißig klickt und guckt, spiel ich es einfach weiter. Und dann schauen wir mal, wohin es uns trägt. Also bis dahin, vielen lieben Dank erstmal fürs Zusehen. Jetzt kommt Simon, tschüss und auf Wiedersehen.